Jesus erklärt, wie ich süße Früchte und Heilung hervorbringe aus den bittersten Verlusten. 9. März 2017, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann: Meine Leute, wenn ihr keine Mühen scheut, anderen zu helfen, so ähnelt ihr meinem Vater im Himmel, und ich kann nicht anders, als ihn in euch zu erkennen. Und wie ich ihn liebe, eure Taten der Barmherzigkeit qualifizieren euch für immer mehr Salbungen. Nein, hier geht es nicht darum, Gerechtigkeit zu erarbeiten oder darum, Belohnungen zu verdienen. Es geht darum, dass ihr jene liebt und euch um sie sorgt, die keine Möglichkeit haben, es euch zurückzugeben. Wenn ihr die Mittel, die ich euch gebe, für jene nutzt, die mir sehr am Herzen liegen, ob es in Form von Zeit oder von Geld ist, was immer für Gaben ihr habt, entfacht es reichlich Liebe in meinem Herzen, welche mich dazu veranlasst, Segen in eure Leben fließen zu lassen. Claire hat die süßen Wohltaten für jene Fürsorge geerntet, in ihrer Musik und in ihrer Familie. Ich brachte ihre Kinder zurück in ihr Leben, um in ihrer Mission mitzuarbeiten, und dies ist ein Geschenk für sie, welches alles übertrifft. O Herr, niemals kann ich dir genug danken für dieses kostbare Geschenk. Jesus fuhr weiter: Und da wird noch mehr kommen, und ich werde dich vor jenen beschützen, die anfingen, Zerstörung zu planen. Was sie für deine Familie graben, damit ihr hineinfallen solltet, werden sie selbst ernten, und sie werden dem nicht entkommen, was sie versucht haben, ins Leben meiner Treuen zu säen. Ich habe so viel Gutes geplant für euch. Dies ist erst der Anfang. Jetzt zum Film The Shack, die Hütte. Ich wünsche nicht, dass meine Leute vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Mein Vater ist männlich, mein Geist ist männlich. Ja, 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 all das ist wahr. Aber jetzt möchte ich, dass meine Leute über das Offensichtliche hinausblicken. Satan hat absichtlich die Vaterschaft ruiniert und es zu einem Horror werden lassen in so vielen Familien. Aus diesem Grund werde ich gemieden, weil ich Gott und Mensch bin. Es wurde zu einem Streitpunkt, welcher einige veranlasst, mir auszuweichen aufgrund meines Geschlechts. Dieser Film, obwohl er mein Geschlecht nicht genau darstellt, hat in der Tat meinen liebenden Charakter sehr gut dargestellt. Ich rate euch, meine Leute, meine Kinder, fallt nicht auf die Idee herein, dass ich eine Frau bin. Es gibt jedoch keine Frau auf der Erde, die meiner Zärtlichkeit und meiner Fürsorge für jedes von euch gleichkommen könnte. Steht es nicht geschrieben? Schaut, ich gewähre ihr Gnade wie ein Fluss und die Herrlichkeit der Nationen wie ein überfließender Strom. Und ihr werdet auf die Seite getragen und auf ihren Knien gestreichelt werden, wie eines, das von der Mutter getröstet wird. Und ihr werdet getröstet werden in Jerusalem. Jesaja 66, 12 und 13. Jerusalem, Jerusalem, ihr, die ihr die Propheten tötet und jene steinigt, die zu euch gesandt sind, wie oft habe ich mich gesehnt, eure Kinder zu versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Doch ihr wart nicht willig. Lukas 13, 34.
Dies sind Sprachbilder, meine Leute. Die sollen nicht im Buchstabensinn genommen werden. Es heißt, dass ich sanft und liebevoll bin und euch nähre. Eigenschaften, die normalerweise der Mutter einer Familie zugeordnet werden. Doch ich bin alles, das besteht. Die Eigenschaften einer Frau eingeschlossen. Oder ich hätte sie nicht erschaffen können. Wenn ich die besonderen Eigenschaften einer Mutter nicht kennen, verstehen und umarmen würde, so hätte ich keine Frau erschaffen können oder eine Familie. Doch ich habe festgesetzt, wer und was eine Frau ist. Jenes liebevolle, nährende Element soll im Zentrum der Familie sein, um sie zusammenzuhalten. Satan hat dies bis zum Äußersten verdreht und alles getan, was er konnte, um die Familie zu zerstören. Ja, er hasst mich. Er hasst Mütter und Väter. Und er hat große Freude daran, Familien zu trennen, welche dann zur Beute werden für ihn. Aber lasst uns klar werden darüber. Ich bin das männliche Haupt. Euer Schöpfer, ich habe euch erschaffen, um mich zu empfangen. Und das ist, warum ich jedes von euch zu meiner Braut möchte, weil ihr mich umarmt habt und alles von mir empfangen habt, was in eurem Leben ist. Ich erschuf euch, um Leben von mir zu empfangen, genau wie das männliche Element der Frau Leben gibt und ein Kind geformt wird im Mutterleib. Bitte, verdreht meine Worte nicht. Dies hat nichts mit sexueller Fortpflanzung zu tun. Dies hat alles damit zu tun, alles anzunehmen, was ich gebe, und neues Leben hervorzubringen mit euren Gaben. Wenn ihr anbetet, sind eure Herzen offen, um Gnade von mir zu empfangen. Wenn ihr meine Worte studiert, ist euer Geist offen, um meine Instruktion zu empfangen. Wenn ihr dient, rufe ich euch zu, eure Herde zu bemuttern und zu hüten und meine Botschafter der Liebe zu sein, welche in eure Herzen gegossen wurde, damit ihr sie überall hin aussät, damit andere dieses neue Leben empfangen werden und wiedergeboren werden in mir. Ja, ihr empfängt von mir und ihr bringt mit euren Gaben neues Leben zu den Gebrochenen und Verlorenen. Dies ist in der Tat das wichtigste Element der Mutterschaft. Dieser Film beinhaltet einige gute Elemente. Ihr könnt es bei der Szene vom Thron sehen, was es mich gekostet hat und was ich bereit war zu geben, um euch vor der Hölle zu bewahren. Dies wird sehr gut dargestellt. Ich wünsche mir, dass ihr aufhört, Mücken zu sieben und die Kamele zu verschlucken, meine Leute. Das ist Matthäus 23, 24. Die giftige Wurzel im Zentrum des menschlichen Gartens war die Verbitterung. Ich habe euch zuvor beigebracht, dass ihr nicht zulassen dürft, diese Wurzel in eurem Herzen wachsen zu lassen. Die winzigen Lilien des Tales repräsentieren Vergebung und neues Leben im Frühling. Wenn eines verwundet ist, gibt es eine Tendenz zur Verbitterung. Wenn aber eines vergibt, wird das Herz vergrößert und geheilt. Versteht ihr? So real dieser Film zu sein scheint, so ist es doch nur ein Film. Und die drei Personen, welche meine dreifache Natur darstellen, sind nur Beispiele der Eigenschaften meiner Gottheit. So viele wurden brutal verletzt von Vätern durch Verrat, Missbrauch, Gewalt, Egoismus, Vernachlässigung und Verlassenheit. Väter haben ihre Kinder von einem frühen Alter an zerstört.
Es ist in der Regel die Mutter, die ihrem Nachwuchs treu bleibt. Viele werden nichts Gutes über mich denken, weil sie zutiefst verletzt wurden von ihren Vätern oder den Männern in ihrem Leben. Also bitte ich euch, dass ihr den Kern der Geschichte nicht verpasst. Vergebung, Loslassen, die Enttäuschungen des Lebens mit sanfter Entschlossenheit zu pflanzen und mir zu erlauben, süße Früchte aus den bittersten Verlusten hervorzubringen. Zu mir kommend als vertrauter Freund und mir vertrauend, dass ich euch helfe, über die stürmischen Wasser des Lebens zu wandeln und abzulehnen, auf meinem Thron zu sitzen und eure Brüder und Schwestern zu richten. All diese Punkte sind gültig und biblisch und sehr geschmackvoll dargestellt. Also bitte ich euch, dass ihr ohne Zweifel wisst, dass meine Natur männlich ist. Lernt aber von dem, was die Charaktere darstellten, dass ich euch liebe, wie es eine Mutter tut, bedingungslos. Mein Geist lenkt euch sehr klar und deutlich und er ist schneller betrübt, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Und ich liebe es, euch zuzuhören, in eurer Gegenwart zu sein, mit euch zu spielen und das Leben mit euch zu würdigen und zu feiern. Ich bin immer an eurer Rechten und ich werde euch niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich verstehe eure tiefen Wunden und ich bin hier, um sie zu heilen.